Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu nächsten zu Hey ho zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Video meiner College of Wizardry Nibelungenreihe. Dieses Mal geht es um Haus Krabbat. Und Krabbat ist tatsächlich auch ein Name, der einigen von euch vielleicht schon bekannt ist. Denn es gibt tatsächlich eine dazugehörige Geschichte in Form eines Buches. Ich persönlich habe die Geschichte von Krabat das erste Mal kennengelernt mit dem gleichnamigen Film, der vor einigen Jahren rauskam und den ich dann gesehen habe. Und musste allerdings jetzt feststellen, dass die Geschichte sich von der aus dem Buch wahrscheinlich ziemlich unterscheidet. Denn ich gehe stark davon aus, dass die Geschichte, die hier in der Häuserbeschreibung drin stand, die eigentliche Buchgeschichte des Charakters Antonius Krabat ist. Und ich kannte die aus dem Film aber anders. Gut, jetzt werde ich natürlich dann die Geschichte, die hier in dem Haustext stand, vorstellen. Und ich finde tatsächlich, dass das mit einer der interessantesten Geschichten ist. Die interessanteste kommt allerdings noch. Nur um euch schon mal ein bisschen neugierig zu machen. Haus Krabat. Der Gründer ist Antonius Krabat. Das Symbol ist ein Rabe, denn Krabat wurde in einen Raben verwandelt tatsächlich. Dazu komme ich aber gleich noch. Das erkläre ich dann nochmal genauer. Die Farben sind rot und schwarz und die Attribute sind Mut und Barmherzigkeit. Das Wappen sieht folgendermaßen aus. Zack. Ich finde das Wappen unfassbar geil. Die Kombination rot und schwarz ist für mich eine ziemliche Badass-Kombination, um ehrlich zu sein. Ich liebe es. Und das ist wirklich das Wappen, was mir am allerbesten gefällt. Nicht zuletzt, weil ich selber tatsächlich eine Story schreibe, in der dieses Wappen sowas von geil reinpassen würde. Der Gründer Antonius Krabat war ein legendärer sorbischer Beschwörer, der seine Berühmtheit und sein Wissen von seinem ehemaligen Meister bekam. Der Meister gabelte Krabat tatsächlich damals auf, als er sich im Wald verlaufen hatte und zur Schwarzen Mühle gelangte und gab sich als Müller aus. Er bot Krabat an, ihn auszubilden und ihn als Lehrling aufzunehmen. Und Krabat willigte ein. Was Krabat allerdings nicht wusste, war, dass der Meister eigentlich ein dunkler Magier war und die Mühle eine schwarze Schule, in der die Lehrlinge, die dort waren, in den dunklen Künsten und dunkler Magie unterrichtet wurden. Das allein fand ich schon eine unfassbar geniale Wendung und deswegen fand ich die Story auch so furchtbar interessant. Krabat selbst widerstrebte es natürlich, die dunklen Künste zu lernen. Ihm blieb aber im Endeffekt nichts anderes übrig, denn er hatte nicht die Macht, sich seinem Meister zu widersetzen. Und dadurch, dass er den Bund mehr oder weniger eingegangen war, diese Lehre anzunehmen und zu beenden, kam er da jetzt nicht mehr so einfach raus. Letztendlich, nach langen Studien der Bücher seines Meisters und seinem tatsächlich angeborenen Talent, schaffte es Krabat, seinen Meister zu überbieten und besser zu werden, als er es war. Jedoch kam er nie dazu, seine Kräfte wirklich unter Beweis zu stellen, da die anderen Lehrlinge ihn verrieten. Was ihnen allerdings auch nicht so wirklich zugute kam. Denn der Meister verwandelte alle Lehrlinge in Raben. Und Krabat selbst konnte nur dadurch gerettet werden, dass seine Mutter durch ihre Liebe ihn aus all den anderen Raben heraus erkannt hat. Das ist im Film tatsächlich anders gewesen, habe ich festgestellt. Da ging es mehr um so eine Liebesgeschichte. Ne? Das war, glaube ich, tatsächlich sogar ein deutscher Film, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Da ging es um die Liebe zu einem Mädchen und das Mädchen musste ihn aus den Raben erkennen, damit er da befreit wurde. Das ist natürlich nicht das Einzige, was sich von der Geschichte her unterscheidet. Da waren auch noch viele, viele andere Sachen, die sich da irgendwie anders geäußert haben in dem Film als in dem Buch. Ich habe das Buch tatsächlich leider auch noch nicht gelesen, genauso wie ich Faust noch nicht gelesen habe. Wobei bei Faust bin ich gerade dran. Ich habe den ersten Teil so gut wie beendet, fange dann hoffentlich auch mit dem zweiten Teil irgendwann an und wenn ich Glück habe, bin ich, wenn ich zum College of Wizardry komme, zumindest mit der Geschichte von Faust vertraut. Aber mal sehen. Jedenfalls, wie gesagt, das Buch zu Krabat habe ich noch nicht gelesen, deswegen kann ich nicht sagen, wo die Parallelen genau sind. Aber hier zum Beispiel habe ich dann gemerkt, dass da ein Unterschied war, weil seine Mutter ja ursprünglich diejenige war, die ihn da erkennen musste. Sie hat ihn tatsächlich auch erkannt,
Krabat konnte gerettet werden und hat dann am Ende tatsächlich ein Duell gegen seinen Meister geführt. Der Meister forderte ihn heraus und wurde von Krabat besiegt. Übermut tut selten gut, würde ich mal sagen. Krabat besiegte und tötete also den Meister, verbrannte die schwarze Schule und die verräterischen Lehrlinge ließ er tatsächlich ziehen und zeigte Barmherzigkeit. Im Prinzip fasst diese Geschichte schon sehr gut zusammen, warum Mut und Barmherzigkeit die Attribute dieses Hauses sind, würde ich jetzt zumindest sagen. Denn das ist einfach das, was Krabat ausmacht und das, was er auch in die Welt hat versucht rauszutragen. War das ein deutscher Satz? Ich weiß es nicht genau. Ich hoffe es. Der junge Krabat widmete sein Leben fortan den guten Dingen. Er versuchte, Gutes zu tun auf der Welt, sorgte dafür, dass karge Böden wieder fruchtbar waren und legte Sumpflandschaften trocken und half vor allem der ärmeren Bevölkerung. Daraufhin wurde natürlich auch Margarete auf den jungen Mann aufmerksam und war tatsächlich sehr beeindruckt von seinen Fähigkeiten, woraufhin sie ihm natürlich auch sofort anbot, ans Nimbus zu kommen und dort ein Haus zu gründen und zu lehren. Was Krabat natürlich annahm, nicht zuletzt mit dem Ziel, am Ende ein besserer Lehrer zu werden, als es sein Meister jemals war. Finde ich ein sehr löbliches Ziel. Und ich muss zugeben, das Ganze hat bei mir so einen leichten Stich im Herzen verursacht, muss ich ehrlich sagen. Gerade weil ich eigentlich ich bin ein sehr, sehr großer Fan dieser Meister-Schüler-Beziehung. Nicht zuletzt ist mein Freund daran schuld, wegen der Geschichte, die er schreibt und die ich mega feiere und die auch einfach wirklich mittlerweile schon halbwegs ein Teil meines Lebens geworden ist, genauso wie er natürlich. Und irgendwie habe ich dadurch so einen Spleen für diese Meister-Schüler-Beziehung entwickelt. Und das hier ist wirklich was, wo ich mir dann sage, meh, warum? Es hätte so schön sein können. Warum die dunklen Künste? Warum nicht was anderes? Kurzes Abschweifen bezüglich Meister-Schüler-Beziehung. Es tut mir leid. Er ist dann im Endeffekt ans Nimbus gegangen, hat dort ein Haus gegründet und hat dort gelehrt. Die Studierenden des Hauses Krabatz folgen natürlich sehr, sehr stark dem Vorbild ihres Helden, ihres Hausgründers, den sie tatsächlich als Helden feiern. Sie wählen häufig den direkten Weg zur Konfliktlösung und scheuen natürlich auch nicht davor zurück, Herausforderungen und Gefahren entgegenzutreten. Auch sie schrecken ebenfalls nicht davor zurück, dunklere Pfade einzuschlagen, allerdings immer mit dem Ziel, am Ende etwas Gutes daraus zu erreichen. Der Zweck heiligt die Mittel, so nach dem Motto der Krabatianer, der Schüler des Krabat-Hauses. Ja. Der Umgangston des Hauses ist meistens eher ruppig. Auf Floskeln wird nicht viel gesetzt. Taten sind es, was zählt. Und die Ideale des Hauses sind immer durchweg gut. Schwächeren zu helfen und Feinden gegenüber Barmherzigkeit zu zeigen, ist das, wonach die Schüler natürlich in erster Linie streben. Allerdings gibt es eine Gruppe, der sie auch mit Misstrauen gegenüberstehen, und das sind Hexblutgeborene. Also im Prinzip die Reinblüter dieser Welt. Denen gegenüber haben sie tatsächlich einige Vorurteile, nicht zuletzt, dass die Hexblutgeborenen ihre Privilegien nicht nutzen würden, um zu helfen, dass sie gewöhnlich Geborene ständig unterdrücken und nie etwas Gutes im Schilde führen. Naja, Vorurteile eben. Nichtsdestotrotz wird sich am Ende doch immer zusammengerauft und ich muss sagen, das ist tatsächlich ebenfalls eins der interessanteren Häuser für mich. Ich glaube, Krabat habe ich tatsächlich auch als zweite Wahl angegeben, wobei ich jetzt, wo ich die Häuserinformationen nochmal gesammelt habe, festgestellt habe, dass Molin tatsächlich auch ein furchtbar interessantes Haus ist. Was als nächstes kommt? Hey! Ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und dann würde ich sagen, Krabat könnte tatsächlich ein Haus sein, in dem Surian sich ganz wohlfühlen könnte, oder? Du hast mir tatsächlich mal die Frage gestellt, wo ich dich denn am ehesten sehen würde. Da ich dich jetzt nicht persönlich kenne, finde ich das ein bisschen schwierig, aber ich dachte mir, dass Krabat tatsächlich eins der interessantesten Häuser meiner Meinung nach wäre. Aber es fehlt ja noch eins. Ich bin sehr gespannt, was ihr hiervon haltet. Haltet, gehaltet habt, gehalten habt. Verzeihung. Und würde sagen, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Haus fandet.
Ich persönlich war sehr, sehr begeistert. Wie gesagt, meine absolut zweite Wahl. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.